Nach 13 Stunden wird man ein bisschen creepy oder man hört Musik. Ich werde mich vorbereiten. So, wir haben erstmal Wasser. Und ich brenne schon wieder. Da passiert noch was, Leute. Wir müssen hier weg. Nee, pass auf. Jetzt geht's hier rund. Oh, eine Zweier Steinaxt. Geil. Oder ist es deine? Nee. Soll es meine sein, aber ich habe ja jetzt von Paddel den Knüppel gekriegt, den Stahlknüppel. Nein, nein, Axt. Ach so, ich habe meine einstecken. Okay. Dann können wir es schon mal nehmen. So. Jetzt geht's rund. Die blauen Teile, ich glaube, es waren mechanische Teile, sind jetzt in beiden Kisten. Ja, das kriegen wir jetzt hin. Achtung. Ich tue schon mal mein Bike raus. Und dann geht's hier rund. So. Welches bringt mehr? Verkohlte, gegrilltes oder gekochtes Fleisch? Gekochte bringt mehr, ne? Ja, weil das Verkohlte macht ja auch nochmal, dass du wieder übelst Durst hast. Ja. So. Mechanische Teile. Ja, da, Anja, ne? So. So. Da wir ja in einer Community leben, können wir ja nicht alles verkaufen. Nicht? Nicht? Nein. Batterien kannst du verkaufen. Wenn du Motoren hast, die kannst du Paddel verkaufen. muss jetzt sagen, ob er Blaubeeren braucht. Nein. Siehst Ah. du? Doch. Da kann man Yucca-Smoothies machen. Hebt die mal auf. Ja, ich habe doch schon genug Blaubeeren zu Hause. Wenn habe ich noch Blaubeersamen zu Hause? Ich Dann bin jetzt bei Landleben auf 3, also auf Max. lass ich dir schmecken, Chefin. Hauserin. Hast dein Veggie Day heute verdient. Soll ich sie essen, ja? So. Und hier genau. Überdurchschnittlich gar. Ja, genau, Gunnar. Dankeschön, Nicole. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht jetzt. Schlaf gut und hab ein wunderschönes Wochenende. Ja, Mann. Nächste. Alles andere habe ich dir Dann. ja schon gesagt. Bis dann. Im Herd ist übrigens noch ein Kaffee für dich und Wasser. Oh, gut, danke. So. Ich packe mal jetzt hier in die Kiste, wo du mal gucken musst, ob das bei dir vielleicht steckt. Ansonsten hauen wir es in eine andere Kiste. So, du kannst mal reingucken, dass du das irgendwie hattest mit der ersten Kiste. Die letzte können wir. Ja. Was ist damit? Was soll ich machen? Stecken? Warte mal. Ja. Ich habe gesteckt. Den Rest versuche ich mal ins Motorrad zu schleppen. Weil dann würde ich mich den Rest aus der anderen Kiste bei mir ins Motorrad packen, das passt. Mal gucken. Wichtige Dinge. Alles wichtig. Bringt notfalls alles Geld beim Händler. Ist wichtig. Also bin nicht wichtig. Naja. Die Rüstunggeschichten sind jetzt nicht ganz so wichtig. Oder ein Öl oder zwei Schraubenfedern. Wieso? Das nimmt der Händler Oh alles. nein, bitte nicht hier die Loot. Oh nein, bitte nicht hier der Abwurf. Nein! Den holen wir uns. Gut, der Kleber ist wichtig. Ist doch nur ein paar Nitrat ist Meter entfernt. wichtig.
Ist nur 600 Meter entfernt. Oh Gott. Hier ist auch noch Platz in der Karre. 600 Meter. Du hast noch Platz? Mhm. Nitrat hast du auch noch unten im Gürtel. Das deckt deswegen nicht automatisch. Ach so. Habe ich hier drin denn etwa schon Nitrat? Nö. Nö. Ja, ne? Wenn du speist, dann hast du Platz in der Kiste. Ansonsten ist es gleich voll, aber ich bin leer. Nö. Ja, ich glaube, wir kriegen das wirklich unter in zwei Motorrädern. Ja. Ich würde noch mal kurz tanken. Ich hätte noch eine Tankfüllung für dich, wenn du noch brauchst. Ja, du kannst mich gerne voll machen. 673 Wörter noch haben, das war's. Was sind die Worte, die ein Mann hören möchte? Aber sowas von. Darum bin ich jetzt ganz still geblieben. Egal, was man sagt. Ich sag schon gar nichts mehr. Ich denke mir mal, entweder sie merken es oder sie merken es nicht. Ich kann da meinen Mund nicht halten. So. Was Öl habe ich auch noch in meinem Motorrad? Öl? Öl, 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 Öl. Stimmt, ich habe auch Öl in meinem Motorrad. Dann packst du mal in die Kiste. Du musst noch aufschließen. Ich hoffe, dass meine Clip-Freunde das auch ordentlich festhalten. Immer schön fleißig Clips machen. Immer schön. So. Im Herd ist übrigens noch was zu essen für dich. Stu das mal zu dir rein hier noch. Du hast ja noch Platz. Und ich habe nämlich keinen Platz mehr. Was im Herd ist noch was zu essen? So, die haben wir jetzt leer. Oh ja, mega. Ey, geil! Wir haben alles reingepackt. Aha. Jetzt holen wir uns noch den Loot da hinten. Oh nein. Na los, hab dich nicht so. Vergiss den Schlafsack nicht. Ich hoffe, da ist Säure drin. Paddel, wir fahren jetzt ins abgefragte Biom. Ich werde sterben. Ja, bring Säure noch mit. Weil ein Kinder von uns hat Muni. Also voll machen, am Ende doch abschleppen. Habt ihr gelootet, bitte? Ich weiß nicht, was die Chefin hat. Ich habe keine Muni mehr. Da musst du mal zur Chefin sagen, Chefin, gib mir Muni. Wieso soll ich den Schlafsack mitnehmen? Weil, wenn du sonst irgendwo den vergisst... Geier. Was? Aber ich muss Geier den mit. Doch hier lassen. Oder nicht? Du kannst nur dort liegen lassen. Das war eine Mine. Ich habe überlebt. Warte, ich muss mich heilen. Ja, komm nicht da. Ich bin nicht bereit für das Biom. Ich bin nicht bereit. Nein, ich will nicht. Nein. Das ist egal, hab ich das schon mal gesagt. Und es hat Boom gemacht. Dim, dim. Da hat wieder der Geier sogar alles gemacht. Infektion, Desinfektion und nicht zum Heilen. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Einfach Verband. Meine Mama hat gesagt, ich muss nach Hause. Ich wünsche mir gerade einen Peitschenknall. Oh, das wäre auch noch ein cooler Alert. Aber lade deine Flinte vorher, weil das ist ein Haufen Geier. Soll ich dabei eine Ölschelle von abbauen, an dem du hinterfährst, looten oder was? Was, du willst da alleine rein? Und wo bist du denn? Pum, alles gut, ich lebe noch. War eine Mine, nur ein Kratzer. Ja.
Du bist jetzt schon reingerannt, tote Blut, ich bin gebissen. Aber die Mods können ja schon mal die Vorhersage auflösen, weil sie haben es ja geschafft. Nein, genau. Ich muss ja erst zu Hause sein, paddeln. Wenn ich jetzt doch noch sterbe. Hast du nicht gesagt, die nächste Händleraufgabe? Ja, aber ich muss ja nur nach Hause kommen. So. Dann ist ja die Quest verloren, oder? Wenn ich nicht heil nach Hause komme, oder? Ach so, ja, das stimmt auch wieder. Also bis zum Händler, bis zur Händlerabgabe zählt es also. Ja, ja. Oh Gott. Warte. Sue ist damals bei einer Mine gestorben, die Chefin stirbt. Ach fuck, da sind ja auch Minen drin, ne? Wo bist du denn jetzt? Ja, beim Abwurf. Wir wollten noch zur Abwurfstelle, Asmodes. Naja, du warst schon immer weg. Ich baue mir einen Weg. Ich baue mir einen Weg. Ich baue mir ein Schloss. Pass auf, dort sind Zombiebären drin. Mama! Ich will jetzt nicht sterben. Nicht mehr jetzt. Na, halt mal die Flinte im Anschlag. Ja, Mann! Da war nur Rotz drin. Irgendein Paket und. Hätte sich nicht mal gelohnt. Na toll. Ein Paket und ein paar Kopfschmerztabletten. Ich habe nicht geguckt, was es jetzt war für ein Paket. Ich fahr ja gleich raus ins Wasser, ins Meer und gucke das Paket rein. Oh, hier ist noch Lux. Quatsch, in. Fuchs. Nicht wie weg hier. Nein, nicht im. Ja, in. An Dingsbums. Kojote. Ja. Ja, die paar Meter können einen umbrennen, Meisternadel, verstehst du? Was? Du hast Biomverbot, wir wollen nicht, dass du stirbst. Und wir die Wette verlieren, ja. Das ist auch spannend, ne? Haben es doch überstanden, ohne zu sterben. Also zumindest ja, während der Quest nicht. Vorher bin ich gestorben. Auf dem Weg dorthin. So. Steffen hat zwar ein, zwei Tropfen in der Hose, aber sonst alles gut. Ja, sonst ist alles gut. Das war ein ganz großes Mimimi für das bisschen Weg. Ja, du weißt, ein bisschen Mimimi kann auch Aua machen, Anja. Schon wieder gedingsbumst. Ach Leute, ihr macht Sachen mit mir heute. Ich brauche 5 Schnäpse. Die kann ich erst morgen trinken. Oh. Ich Geier rechts. Einfach ignorieren. Wenn er uns, wenn wir ihn nicht sehen, sieht er uns auch nicht. Oh, wir sind falsch abgebogen. Was? Da war doch gar keine Straße, oder? Nee, die kommt noch, Asmodes, die kommt noch. Wir müssen uns rechts halten. Aber laut meiner Karte bin ich vor uns anders angefahren. Ich guck nur kurz, ob wir hier noch einen Händler finden. Aber hier ist noch was zu sehen. Ah, das da vorne sieht nach Händler aus, hm? Bis morgen sind es ja nur noch 54 Minuten, ja. Händler! 7! Mit dem war ich doch vor uns. Ich dachte, du wärst hier auch schon drin gewesen. Nee. Warst du hier gewesen schon? Vorsicht, Geier! Hilfe! H7. Und teilen. Weil, wenn wir den ignorieren, ignoriert er uns auch. Ja. Ja, ich hab's jetzt alle bei mir hier. Und keine Ausdauer. Hilfe. Und nicht zum Schießen. Tragschrauber Zubehör. Schmiede. Und der nächste Geier. Oh nee. Oh, Essen. Du heilige. Ach du heilige Scheiße. Blasebalg. Hi nun. Ja. Was ist denn High Power 9mm Muni?
Haben die es umbenannt? Das ist ja Hochgeschwindigkeit, sie schießt schneller. Oder ist das die Panzerbrechung? Übrigens, ich fahre mal dein Motorrad rein. Wir kriegen gerade. Ach, verriegelt. Wir kommen nicht gerade eine ganze Sippschaft an. Oh! Nein! Wo denn, wo denn? Wo denn? Hier. Wir rammeln jetzt von allen Seiten hier auf uns zu. Da lang, von da hinten kommen sie. Da kommen welche. Na dann rein mit. Wenn ich hier reinpasse. Ja, ja. Ich mach's gut. Gut. An einer Mine stirbt man doch nicht. Ist das schon probiert worden? Ja, pass auf! Ey, das werde ich auch nie vergessen. Alle laufen über die Mine. Ich laufe auch über die Mine, habe anscheinend das Buch nicht gelesen. Oh, bumm. Stranger. Was macht die Chefin erst bei Subsistence? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen, Baltram. Oh ja, das könnte böse enden. Oh oh. Auch das wäre auch mal sowas. Das kann man auch mal im Multiplayer zocken. Ja, das habe ich ja vor dieses Jahr. Deswegen sagt er es ja. Ja. Weil da kann man auch bis irgendwie 8 oder so spielen. Ja. Y'all come back now. Ja, tschüss. Bist du durch, hast alles vertackert, auch was unten im Motorrädern war? Nee, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Und hat der Händler wenigstens. Nein. Säure? Nein. Keine Säure für Paddeln. Also die war doch nicht hier in der Gegend rumliegen. Irgendwie ist der arme Händler. Ach, ich mache nicht gerne diese Türen auf. Ist doch meistens nichts drin. Warst du in dem Haus schon beim Händler? Ja, im Haus war ich schon, ja. Was wollte ich denn jetzt hier noch? Boom. Wollte jetzt mal in die Kisten, in die Motorräder gucken, ob du irgendwas hast, was du noch verkurbeln willst. Ach so, ja, genau. Ja, das ist ja das schöne Baltram. Da spielen ja ganz viele von uns noch. Das ist ja das Schöne. Wir sind eine schöne große Gruppe. Paddel, du hast gesagt, Batterien verkaufen oder was? Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Aber nicht die Sechser. Die Sechser kann alles unter einen Hut bekommst. Wir sind eigentlich noch nicht so weit für die Batteriebänke. Auch wenn das Geld wichtiger ist, dann. Nichts anderes erzählen. Du bist über jeden. Ja, da finden tust du irgendwie immer. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Und man weiß nicht, wie hart ist jetzt dein Geld. Ne? Also. Na, das wird jetzt noch lustig. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Das kommt raus. Und wenn du Paddel sagt, ich soll das verkaufen, dann verkaufe ich auch das. Endlich gnadenlos von allem. Wie gesagt, mir kriegt der Händler sogar die Federn, wenn er das haben will. How goes it? Maybe next time. Happy ich kann es nicht verkaufen, weil ich kein Platz mehr habe. Ja, danke. Ich bin voll am Stissen. Jetzt müssen wir nur die Kallhainse vor der Tür verjagen. Sobald ich kleine Munition habe, ja. Oh ja, du Gummimensch, ey. Brauchst du meist eine Kürbissamen noch? Nö. Aber wenn du jetzt welche hast, dann bringst du mit, dauern. Und der Händler will sie auch nicht. Nee, dann bringst du mit. Blauer Sack.
Da tut das Looten noch besser gut. Oh Gott. Es wird nicht besser, irgendwie. Oder? Nein. Ja. Hilfe! Ich habe mein Geld für uns als Käfig gegeben. Ich bräuchte Munition. Gibst du welche? Soll ich dir Muni kaufen? Für welche denn? Wir haben doch hier ganz viel Muni. Ich weiß nicht, ob du was du noch hast. Wir haben Schrot ganz viel drin. Ja, Schrot habe ich schon von uns. Wir haben Magnum-Muni am Start. Wir haben 7er und wir haben ja alles. Wir haben jede Art von Muni. Zwischen 7,62er und eine halbe Portion Schrot reicht. Ja, Schrot ist im Motorrad. Hast du genommen? Moment. Schrot ist im Motorrad und ich guck gerade mal, guck mal in deinem Motorrad, ob da auch schon 7er Muni drin ist. Das kann auch sehr gut sein. What? Nee, da ist Messing drin. Ich stecke mal. Oh, ja. Hilfe. Ist drin. Den Schlagring, den wolltest du nicht versetzen? Ist da ein Schlagring drin? Warte. Ja. So, die Bücher nicht. Ach, deine Kiste ist immer noch verriegelt. Ach Mensch. Nee, die Bücher nicht, weil die sind ja für die... Weiß ich nicht, wer vielleicht noch kommt. Ach, was mache ich denn? Ich habe die Bücher, hatte ich schon gelesen gehabt. Ah, jetzt mal hier hin zu dem Händler. Weil wer weiß, der Paddel hat bestimmt auch noch nicht alles gelesen. So, mein Motorrad ist offen. Ob wir jemals nach Hause kommen? It's been a real pleasure. Du nimmst mir immer die Schrotis und du müsstest mir dann... Ja, ich hab ja dafür 4 Preiselbeeren rein. Ich bezahle mit Preiselbeeren, mit Blaubeeren. Mm. Geil. Ich bräuchte da aber nur noch 7,62er. Ja. Hast du noch Platz in deinem Motorrad? Achso, du stehst vor mir. Motorrad ist meins jetzt wieder voll. Ich habe noch ein Ackerbaupaket. Soll ich es mal aufmachen? Einmal Hopfenstamm und einmal Mais. Mach's nicht auf, weil so müllst du dein Inventar ja noch mehr zu. Noch nicht. Silly Pros, Hallöchen. Klong. Zu spät. Ackerbau ist ja eh meistens nur drei Beete, ein Supermais und meistens Bier. Es war einmal Maiskörner, einmal Hopfensamen. Hör bloß auf, Gunnar. Viermal die rote Pflanze. Ich will jetzt Sommer. Und dann Themen. Das ist ein Thema. Hallo Silly, auch herzlich willkommen im Chat. Und 3 Beete müssten so das sein. Ja, und 3 Beete, ja. Gut. So, komm her, hier hast du noch die Muni. Gut, super. Dann können wir losmachen, oder? Dann können wir losmachen. Ich denke dran, jetzt kommen Bären. Oh, im Schneebiom. Ja. Weil ich fahre euch sogar entgegen. So, ich habe noch 88% Sprit. Wenn was du noch hast, sollte reichen bis nach Hause. Ich hoffe. Ich hoffe es sehr. Habt ihr keinen Sprit mehr auf der Tasche? Ich habe noch. Doch. Ich hab auch noch. Boah, schon wieder sind Geier. Jetzt einfach der Straße folgen. Durch das riesengroße Schnee, durch die riesengroße Schneestadt. Links halten. Nehmen wir das in der Auto noch mit. Ja. Zombie mich lässt. Nee, das ist nicht die größte Map. Wir haben jetzt eine 10k Map und 16 ist das größte, was du machen kannst, Silly. Aber 16 ist echt riesig. Riesig. Wir hatten einmal auf einem Server 16 und wir haben uns echt tot gefahren. Also, gut, die Maps damals war noch anders designt. Jetzt haben wir ja ziemlich viele kleine Ortschaften oder auch teilweise mal richtig große. Ich finde, die Händler sind eigentlich schön verteilt.
Und die Maps sind auch schön designt. Normalerweise bist du Achterbahn gefahren, teilweise von dem Creation, was hier war. Aber jetzt geht's eigentlich. Oh Gott. Ich versuche den Weg einfach mal zu folgen. Nein, auch der Händler hat keine Säure. Wie weit ist der nächste Händler weg? Oh oh. Ja, da ist 6 Kilometer von der Base entfernt. Sie passieren nur die Grenze zu Mexiko. Denk an die Schneebaumsamen für Paddel. Ach so, ihr Schneebaumsamen. Ich hab da schon dran gedacht. Ach, du hast schon mitgenommen. Oder was? Ich bin gerade auf dem Weg, welche zu holen. Ach so. Wir müssen noch eine Ecke suchen. Wo nicht gerade Bären um die Ecke lauen. Und am der Geier. Oh, das ist nicht auszuhalten hier. Du hältst an und alles spawnt. Nee. Ich würde hier gerne noch den Händler finden. Da ist er doch. Ein Kindverband einstecken. Ich bin so schnell die Welt spawnt nicht nach. So schnell wie ich fahre. Hier ist doch eine Apotheke. Ich gehe jetzt in die Apotheke hier rein. In der Apotheke gibt es doch Säure. War das richtig? Ja, ne? Möglicherweise, ja. Ja. So, was haben wir? Händler 7. Das ist die Apotheke hier. Händler 8. Schuss. Verteilen Verbündete. Da, ich hätte gerade Säure. Haben Sie was? Nicht. Okay. Tut mir leid. Der Paddel hätte gerne den Schneebaum, aber ich weiß nicht warum. Warum hättest du denn eigentlich gerne den Schneebaum? Weil er dann Schnee haben kann. Und das sieht schön aus. Ja, geil. Aber ich war gerade ein blöder Bär. Bin geflüchtet. Kampfanzug. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Kampfanzug und hast ja schon. Ja. Scheinwerfer, Engine. Schockstab. Brauche ich alles nicht. Schrotflinten, Kneipenschlägerei. Kunst des Bergbaus, Bauplan. Nein, der hat einen Tragschrauber für 127.500. Bringt doch mit. Und ja, so viel Geld habe ich nicht. 127.000. Verkauf dein Motorrad. Alter, was wird denn jetzt ersetzt? Ah, okay. Verändern. Ist das gut, ey. Wie viel Samen wolltest du? Ja. Okay. Weil zwei habe ich schon unter Einsatz meines Lebens gefahren. Zerlegen. Sind irgendwelche Bären vorbei. Und so. Geier. Guck mal hier. So sieht Karl-Heinz geil aus, oder Leute? Ja, ich weiß, Silly. Wir finden auch so wenig Säure. Wir haben erst eine Säure und wir haben jetzt Tag 15 oder 16 oder keine Ahnung was. Wir haben 4 und wir brauchen noch eine. Für ja, die. Oder halt 4. Auf jeden Fall unglaublich. Also wenn du, Silly, auch beim Händler mal Säure findest oder was auch immer, immer mitnehmen. Und Tipp ist halt auch noch da, diese Apothekerkästen abzubauen. Oh nee. Aber der Weg zu deinem Rucksack zu deinem Schlafsack ist nicht weit. Oder hast du den jetzt aufgenommen? Habt ihr noch eine Hand? Wo jetzt rennen? Oh, du bist ja gleich bei mir. Ich bin irgendwo am Anus der Welt. Ach nee, jetzt. Hat nur gedauert. Warte, was ist? Nee, ich hab doch noch im Minimobit einstecken. Ach so, das wollte ich sagen. Nee, nimm das. Hab ich nicht einstecken, weil das ist wo? Im Rucksack. Ja, mein Chakrad. Warte, ich komm zu dir. Ja, du kannst ja meinen Rucksack und mein Motorrad holen. Das Motorrad ist ja voll, Rucksack ist ja voll. Was für ein Elend. Das ist richtig elend.
kriegst du das Mini-Moped von mir und ich Luft heben. Das ist immer durch das ganze Schneegebiet durch. Oh Gott. Und wie gesagt, die Händler abklappern, wenn du dringend Silly-Säure brauchst, versuch die Map aufzudecken, Händler, und immer alle 3 Tage kriegst du ja neue Angebote vom Händler, alle abgraben. Also das haben wir auch schon immer so gemacht, dass wir die Händler dann abgefahren sind, dass wir eine Händlertour alle 3 Tage gemacht haben. Je nachdem, wie groß deine Map ist, ne? 5,6 Kilometer bis dahinter fahren. Ja, alte Bus, der hast du gut. Aber ich könnte dir 2 Schneebälle mitgeben, wenn du möchtest. Ey, das ist nicht auszuhalten. Kannst du ja mir geben, was. Ja. Ich habe nicht mal einstecken. Rucksack ist auch dort. Ah ja, stimmt. Oh, ja. Jetzt habe ich 1 Motorrad und 2 Minimotorräder von dir. Du hast jetzt alle Fahrzeuge von mir, außer mein Fahrrad. Das hole ich als nächstes. Mit dem Fahrrad die Strecke fahren. Oh Gott. Weil das Schöne ist, mit dem Minimobet kannst du den Geier nicht entkommen. Ja, Chakrat haben wir nur nicht Hallo gesagt. Vor 13 Stunden. Warst du nicht am Anfang auch da? Aber dann sage ich dir gerne nochmal Hallo. Hallöchen, Chakrat. Ach so, klar. Ich will immer abbauen, geht ja nicht. So, zerlegen. Naja, kann ich wenigstens mal gucken, ob ich ein paar Vogelnester finde, wenn ich jetzt zu Fuß bin. Ey, ich muss aus dem Schneegebiet komplett durchfahren. Ein 4 Kilometer Schneegebiet. Ach, was mache ich denn? Ich sollte vielleicht laufen und deine Karre einpacken, einen Rucksack. Nicht, dass ich dann unterwegs ist. Wieso kann ich denn das Schraubenschlüssel nicht dingsbumsen? Ja. Oh, Schneeleopard. Und was denn noch alles? Ja, den fährst du ja weg. Mit dem Motorrad schon. Bin ich bekloppt? Was denn? Ja, mein Grissi. Kann ich den Schraubenschlüssel nicht ausrüsten? Nee, ne? Oh. Nee, anscheinend nicht. Du musst ihn unten in deinen Gürtel packen, dann geht's. Nein. Doch, mach's. Du wirst es sehen. Ach, ist doch bekloppt. Nein. Das ist manchmal ein Bug. Oh, wieder ein Bär. It's not a bug, it's a feature, oder was? Ah, vielen lieben Dank, Chevin. Ich bin gerade erst reingekommen. Ja, dann hallo, Chakrat. Haben jetzt 5 Händler und wir sind erst Tag 56. Was habt ihr denn für eine Map-Größe, Silly? Die Jägermod. An Tieren. Wenn ich jetzt 6 Tester gefunden habe und nicht in einem war ein Ei drin. Ja. Ihr habt die 16K-Map. Boah. Ja, dann sucht ihr euch mit. Boah, dann ist echt. Boah, Händler-Tour zu machen bei einer 16K-Map, Silly, das macht keinen Spaß. Also kann ich nachvollziehen. Hatten wir damals in unserem Server auf dem alten? Ja, genau. Weißt du noch? Das hat keinen Spaß gemacht. Wir waren einen Tag unterwegs, um 3 Händler abzuklappern oder sowas. Das habe ich ja da meistens übernommen. Oh. Weil der Schraubenschlüssel, Anja, besser ist als die Knarre. Die Knarre ist ja die Vorgeschichte zum Schraubenschlüssel. Die Knarre ist der Nachfolger zum Schraubenschlüssel. Sachen. Und dann kommt der. Vielen Dank für die Bits. Vielen Dank, wie lieb von dir.
Nein, der Schraubenschlüssel ist besser, Anja. Und Jens, danke für 500 Partybins. Doch! Nein. Doch. Nein. Auf alle Fälle. Hundertprozentig nicht. Guck! Guck! Auf alle Fälle doch. Da macht er mehr Blockschaden. Die Knarre ist die Vorgeschichte zum Schraubenschlüssel. Klar, dass du ihn kloppt. Dann bring du mir bitte die Knarre mit und von mir kriegst du einen 5er Schraubenschlüssel. Ja, aber guck doch mal, Leute. Paragraph 1, Chef hat immer recht. Paragraph 2, kennst du doch. Ich hab ein paar Eier für dich hier. Seit wann ist die Knarre denn besser? Die Mods mal runterbauen? Aber das ist ja ohne Mods der Vergleich, oder? Der Vergleich beinhaltet keine Boni aus Mods, Anja. Das ist ohne Mods. Hallo Lentner, moin. Ja, ja, aber der Vergleich ist ohne Mods. Sucht tickt, oder? Bei mir auch. Ja, Mann. Nein, nein. Das ist ja ohne Mods der Vergleich. Also das wäre mir neu, Leute. Ah, das wäre mir neu. Ihr macht mir Sachen jetzt. Hört auf mit dem Quatsch. Ich laufe gerade zu Fuß durch das Schneebiom. Hört mir bloß auf, ey. Warum zu Fuß? Hast du mein Minimoot verloren? Ja, nein, aber auf der Strecke waren überall Kojoten und Bär. Das nächste Schneeleopard. Du hast echt einen Spießrutenlaufen hier. Nein! Nein. Das ist ja jetzt der Knaller. Das ist ja das Erste, was ich heute höre. Die Frau ist sturer wie ein Esel. Ja, aber ich glaub euch langsam, weil ihr sagt ja alle das Gleiche. 10 gegen 1, ne? Hm. Alle gegen einen? Dann wird das ja wohl stimmen, ne? Nein, das stimmt ja trotzdem. Nein. Die Knarre macht zumindest mehr Blockschaden. Ich bin entsetzt. Blockschaden ist ja das, was du brauchst. Genau. Das andere ist ja nur Ausdauerkosten und sowas. Klar, wenn du 100 Autos am Stück. Wir machen es mal ganz einfach, Chefin. Wir suchen dir nachher ein ganzes Auto. Dann tust du das einmal mit der Knarre. Ich habe gerade einen einmal mit dem Schraubenschlüssel. Mal gucken, wo du länger brauchst. Ich hätte ja ein ganzes Motorrad im Angebot zum Testen. Und ein Minibike und noch ein Minibike. I'm very confused, my friends. I'm very confused. Armeelager? Ach, Chakrat, hör doch auf. Du willst mit dem Ding nicht auf Zimbel schlagen, nee. Und ich hab dir heute geklaubt und meine Knarre dem Händler verkauft. Ja, ich bin der vollsten Überzeugung gerade, Scrat. Ich bin gerade entsetzt. Ausrufezeichen PC, Lentner. Ich bin entsetzt. Antwort neben mir. Ach du. Ich weiß auch nicht. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich zweifle an meinem Verstand. Kinder der Welt und des ewigen Lebens. Nein. Nee, nein. Ja. Ja, das sind die Gaming-Daten von meinem Gaming-PC. Aber das ist ja auch das Wichtigste, ne? Ihr seht ja auch nur das, was der Gaming-PC leistet, das ist klar.
Nein. Ihr macht Sachen mit mir. Dann spiele ich das, seitdem es die Knarre gibt, falsch. Und schneller, Meisternadel. Nein. Freude der Sonne. Zur Not immer die Werkbank gucken, was man zuerst bauen kann. Übrigens, ja, ich dachte, die Ratsche kann man als erstes bauen, Pearl. Gib mir einen Tee. Was wird? Ich habe einen Händler gefunden, der noch nicht gelootet ist. Nein. In der Schneewelt? Nein. Ich bin kein Mann, aber ich weiß, dass die Knarre besser ist. Nein, Anja. Ich bin entsetzt. Ziemlich veralbern, ey. Hier Eier auf dem Weg. Ein Hirsch. Huch. Oh Gott. Ich fahre einen neuen Weg entlang. Hoffentlich war das jetzt keine schlechte Idee. Nee, es war doch keine. Das war eine gute Idee. Weiter, immer weiter. Benzin hält auch noch. Karl-Heinz, du schaffst das. Du bist G-U-H-T. Denk dran. Was? Nee, tut mir leid, Leute. Das war wieder Bildungsstream für mich. Habe ich nicht gewusst. Jetzt habt ihr mich gebildet. Gebildet. Oh Gott, bitte. Helft mir aus meiner Not heraus. Ja, ich schmeiß dahin für mich heraus. Nein, Anja. Ja, siehst du? Ich hab nicht viel, Auto an Motorrad vorwerk. Nee. Ich habe nicht viel mit Männern zu tun, die handwerklich begabt sind. Das kann man doch daraus schließen, oder? Schraubenschlüssel, Knarre, Schlagschrauber. Oh, nein, Chakrat. Ganz zum Schluss, Admin-Fensch. Jetzt weiß ich endlich, wie man einen Shitstorm auslöst. Ich habe schon wieder einen Händler entdeckt, oder? Ist das auch wieder einer? Ihr macht Sachen mit mir. Ist doch toll, wenn man da wieder was dazu lernt. Aber hallo! Ich bin voll begeistert. Ich sag ja, Bildungsstream hier. Hammer! So, bei welcher Nummer waren wir? Acht, neun. Händler 9. Was schon da? Ich bin ja auch bei ihm, der noch nicht gelootet ist. Kann es sein, dass wir in der gleichen Stadt jetzt gerade sind? Nee. Du bist neben mir in der Stadt. Ach so. Na, hier sind auch einer. Markierst du den, wo ich hier gerade bin, auch mal mit Händler? Warte. Ja. Dann ist das Händler 10. Leute, ich bin begeistert. Hammer, oder? Ihr habt mich gebildet, ja. Hammer. Are you okay there? Ja, ich bin okay. Wie geht's dir denn so? Das ist ein Trip gerade, Leute. Barhocker verkauft er. Musst mal auf den Orme. Barhocke. Bergbauhelm. Ist nur nicht. Lass mal klar rausliegen, mein Händler. 21.23. Bildungsgame.
Moin Vorarbeiter, Hallöchen. Na, alles klar, wie geht's dir? Sehr dünnes Eis. Klingeling, klingelingeling. Mein Zuhause zu. Hier kommt der Eiermann. Hör auf jetzt zu schließen, du Kackwurst. Ich will hier noch looten. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ich glaube, ich kann die eine Geschichte hier nicht mehr looten, ne? Wo ist denn die? Da drin, ne? 2,8 Kilometer zu Fuß gelaufen. Peter noch. Ich kann ja mal in meine Statistik gucken, wie viele Kilometer ich heute unterwegs war. Für alles nur für Fahrzeugsuchen und Wiederbeschaffung. Ich hab sie noch bekommen, die Kisten, mein Freund. Puh, jetzt bin ich gespannt. Ich müsste eigentlich geradeaus. Mir geht's soweit, mir geht's gut soweit, danke. Und selbst gesund und munter, ja. Bei mir ist auch alles gut, Vorarbeiter. Das ist schön, dass es dir gut geht, ja. Bei mir auch. Ich merke nur langsam, dass mein Körper ein bisschen streikt. Jetzt fahre ich zurück gerade, ich Depp, gell? Because, es sind fast 14 Stunden Stream schon. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Langsam dreht die Mutter ein bisschen durch, aber ansonsten geht's mir gut. Na, so richtig deine 5 Minuten hattest du noch nicht. Das ist im Prinzip alles wie immer, oder? So, wie viele Eier habe ich gefunden? 11 Stück. Eier, wir brauchen Eier. So, immer weiter, Leute, immer weiter. Jetzt haben wir Nacht. Es kann alles noch passieren. Ich weiß, ich musste mich ja beeilen. Der Händler hatte zugemacht, Scrat. Beschrei es nur nicht. Nicht, dass wir mit Emma die Zombie-Bären aufhereien werden. Richtig, Aldir, immer Eier holen. Die drehen jetzt schon durch. Wir brauchen immer Eier. Eine Alpha-Wand, yay. Ja. Schon wieder eine Stadt, oder was? Ah, nee, das ist die Stadt. Schnell, jetzt bring die Knarre und ziehe die Schrauben wieder fest. Deine Chance, ihr zu zeigen, wie das mit dem Werkzeug funktioniert. Ich müsste mal tanken. Ja, da hast du auch wieder recht, Scrat. Das hätte ich noch schnell machen können. Ich hatte jetzt nur Panik. Stell mal vor, der hätte mich rausgeschmissen und ich würde mitten im Nirgendwo stehen. Chefin braucht noch statt Eier noch ein Wir brauchen Säure. Ja. Da hast du recht. Okay, das ist der Händler wahrscheinlich, wo du gerade warst, genau. Und den Weg muss ich jetzt irgendwie lang. Den da, ne? Richtig? Und den dann da hoch. Aua! Kusch! Es wird alles wieder gut. Eure Barbara Streusalz. Warum hast du so oft gemacht? Warum hast du wohl zu? Scheiße, bitte. Ups, hab ich jetzt nicht gesagt.
Ich liebe es ja, dass die Motorräder jetzt auch Farben haben können. Ich liebe die, doch die Motorräder dafür sehr, ja. 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 Finde ich auch sehr gut. Man muss halt nur Farbe finden. Seitdem ich nicht mehr streiche, tue ich das immer alles scrappen. Jetzt müsste man natürlich, oder man bräuchte doch wieder Farbe, ne? Oh, guck mal, wie schön das aussieht mit dem Schnee. Ich spiele übrigens auf Ultra. Sieht geil aus, oder Leute? Hat schon was. Nee. Ich lass los. Lass jetzt los. Oh Gott. Okay, langsam dreh ich durch. Die Eiskönigin. Sie lässt los. Sie lässt los. Da, 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 da. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Lass jetzt los. Lass meine jetzt Kollegin, los. Die Bäuer aus Hamburg, nächsten Weihnachten, Silvester. Extra deshalb. Und ich mach die Türen zu. Ja, 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 Pearl. Einfach eigentlich rausnehmen, ne? Ja. Da hast du recht. Ich bin gleich zu Hause, mein Freund. Ich auch. Leicht sogar schneller als du. Mahnst du? Naja, ich hab kein nichts, kein Tierfett, nix. Und ich stecke ja mitten in der Schneewüste fest. Ach so. Ja, ich bin bald da. Bald ist es soweit. Ich habe für 20 Minuten habe ich jetzt sozusagen. Baltram und Anja. Klong. Nee, ich habe nur nicht gedrückt, Pearl. Ich glaube, Asmodus wollte die Baumsetzlinge mitnehmen, Anja, ja. Sind bei mir im Rucksack. Ja. Hallo Way, Hallöchen und Bu zurück. Wie sieht denn ein Schneebaum aus? Ja, die weißen Bäume, die du im Schneebiom gesehen hast, Pearl. Oder? Sag ich was Falsches? Nö, alles richtig. Alle? Kriegt man von allen das, den Loot? Oder nur von bestimmten? Von allen. Verschiedene Sorten. Kriegt man verschiedene Sorten. Aber was will man denn mit einem Eisbaum? Nur zu Dekozwecken oder was? Ja. Ja, ja, ja. Ja, da ich halt innerlich Karl-Heinz bin und ich dekoriere, brauche ich keinen Schneebaum. Die Blaufichte ist sozusagen dein weißer Weihnachtsbaum. Ah. Okay. Und Schiki, Tagchen zurück, herzlich willkommen. Irgendwas stimmt mit eurem Surfer ja nicht. Ich stehe sozusagen schon mit der Zehenspitze auf dem Lagerfeuer.
Ich brenne gerade und trotzdem zeigt er mir an, ich bin unterkühlt. Aha. Wie witzig. Kommt in den Garten. Ah. Schnurrt sich durch den Chat. Ja, Manuel, mach das. Oh, was anderes kann ich da gar nicht machen. Oh, sag bloß, ich bin da. Oh, ich bin in der Haus. Leute, es ist so geil. War ja dann nur 18 Kilometer weg. Ach, du Heiliger. Ich glaube, Karl-Heinz ist um 8 Jahre gealtert. Paddel, ich bin wieder da. Du hast trotzdem Kielsäure mitgebracht. Weißt du, anstatt zu sagen, ja, mich zu umarmen und mir einen schönen Kaffee zu reichen. Ja, 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 komm. Er ist wohl ein sehr cooler Typ, nicht mal Feuer kann ihn erwärmen. Ja, Manuel. Ja, mach das, Anja. Ja, wir lesen uns. Schön, dass du da warst, mach's gut. Echt, ich stehe wirklich mitten Zehenspitzen auf dem Feuer und brenne schon. Und da zeigt mir an minus 2,22 Grad. Der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es heute noch so viel Tote zu machen, wie die Chefin Kills hat. Da kann ich sagen, Chefin war's. Ich war gar nichts. Oh, der Paddel war fleißig. Das ist er ja immer. Ja. Meistens. Ja. Der eine ist fleißig, der andere ist gierig. Ich fühle mich nicht angesprochen. Nö. Ich gierte nach weißen Tannenbäumen und hab's mit meinem Leben bezahlt. Silly, vielen lieben Dank für 100 Bits und ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass du da warst. Träume schöne, bis dann. Oh, Dankeschön. Deine Quest hast du jetzt noch gar nicht abgegeben, oder? Nee, geht ja nicht. Ich bin ja eben erst angekommen. Stimmt ja. Muss noch ein paar Minuten überleben. Ich muss noch überleben. Ich kann die Quest noch nicht. Vielen Dank. Sag mal die Umfrage. Die überleben es oder du überlebst es? Vielen Dank, Lili von dir. Danke, Jens, für 500 Partybits. Ich tue die Umfrage auflösen, wenn es passiert ist, habe ich mir gedacht. Dann ist das alles clean gelaufen. Es kann hier noch alles passieren. Nö. Rein durch was könnte es nicht mehr passieren. Weil wir haben ja... Oh, ich höre einen Bär. Ach, du hast ja mein Motorrad schon entleert. Oh, der Hype-Train ist am Start.